Deutschler und heute bin ich mal wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die mittlerweile 46. Folge von meinen kleinen Solo-Mountguys präsentieren. Und zwar geht es heute wieder mal um ein schickes Reittier, das wir uns craften können. Und zwar brauchen wir da den Schmiedekunstberuf und dann haben wir hier ein Reittier, und zwar Teufelskernhund Harnisch, das ich noch rausbringe. Und da können wir uns diesen schicken Kernhund mit basteln. Und der heißt stahlgebundener Verschlinger. Und ja, was brauchen wir dazu? Erstmal brauchen wir das Rezept und dieses bekommen wir nämlich aus der Nachtfestung von dem werten Herrn Tichondrius. Und zwar kann ich euch das jetzt hier mal schnell zeigen. Halt Schlachtzug, dann Nachtfestung und dann müssen wir hier zu Tichondrius. Warte, diesen netten Typen hier, der droppt dann unser Rezept. Dann können wir das bauen. Ganz wichtig, wenn ihr kein Schmied seid, ist das jetzt hier kein Drama. Also sprich, das ist nicht nur ein Schmiede-Only-Bound, sondern das könnt ihr euch auch von einem Schmied machen lassen. Und zwar stelle ich jetzt hier nochmal zwei her. Ihr seht das hier, das ist nicht seelengebunden. Also sprich, das könnt ihr euch auch im AH kaufen oder von dem Schmied eures Vertrauens einfach bauen lassen. Und was brauchen wir dazu? Und zwar erstmal einfach nur 50 Blut von Sageras. Das ist recht leicht zusammengebastelt. Dann brauchen wir Inferno-Schwefel und noch den Teufelsbalg. Also sprich, das sind einfach ganz normale Materialien hier vom Schmieden, da vom Lederer nochmal ein Material und dann nochmal 100 Dämonenstahlbahnen und diese können wir ganz einfach hier basteln an diesem komischen Stein her. Und zwar befindet der sich hier im Hochberg, dann hier in dem ganz untersten Flugpunkt und da können wir uns einfach dann diese 100 Bahnen zusammenbasteln. Brauchen wir einfach nur hier Teufelsschiefer und dann noch das Lindsteinerz. Und ich bedanke mich für den Follow. Ich bin nebenbei auch noch gerade am Streamen und mache das so live in Stream. Also für die Leute, die dann im Nachhinein das Video schauen, nicht wundern. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Relativ kurze Sache. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass ihr nicht wie ich hier das Mount so ein bisschen vergesst. Denn, ja, das könnt ihr eigentlich jetzt schon mittlerweile seit Öffnung von Nighthold, also der Nachtfürchtung, machen und mir wurde gerade im Stream auch gesagt, dass ich das noch vergessen hatte. Da danke ich dem Endetime natürlich nochmal recht herzlich dafür, dass er mich darauf hingewiesen hat. Ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das Mount auch vergessen hat und durch diesen kleinen Hinweis jetzt nochmal sich das selber baut oder dementsprechend sich das aus dem AH kaufen kann. Ja, damit wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen guten Tag. Ich bin soweit durch mit dem Video. Vielleicht konnte ich euch so ein bisschen weiterhelfen. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Beziehungsweise, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne auch abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.